langer, langer Zeit, während der Herrschaft von Kaiser Suk Zontan, lebte in Korea ein armer Mann. Seine kleine Hütte stand am Rande des Dorfes an einem See. Sein Name war Kim. Im Sommer ging er fischen und im Winter sammelte er Brennholz und tauschte es gegen den Reis seines reichen Nachbarns. Es war Kim am Fischen und dachte daran, wie er seinem Nachbar eine Menge Fisch bringen könnte. Der Nachbar würde seinen Korb nehmen und Kim ein bisschen Reis geben. Aber Kim würde sagen, nein, gib mir dies viel. Und Kim würde schließlich essen, bis er satt ist. Ich werde dir eine Lektion erteilen. Sie werden es widerstehen. Ich werde es dir zeigen. Gestohlen. Also beschloss Kim, den Dieb zu fangen. Mann. Und wer bist du? Ich bin Tiger, der Zauberer. Wie geht das? Schau, das ist mein Fisch. Ich wollte eine ganze Menge Reis dafür bekommen. Und du hast alles verschlungen.
du bist ein gemeiner Zauberer. Ich werde dir jetzt eine Lektion erteilen. Das stimmt nicht. Ich bin ein freundlicher Zauberer. Und ich werde dir Glück für deinen Fisch geben. Und du wirst reichlich Reis und Geld haben. Reichlich von allem, aber dieses Glück gehört dir nicht. Benutze es, bis der Besitzer kommt. Es wird ein großer Mann namens Chipoggi sein. Denk daran, Chipoggi. Alles dir? Ja, alles meins. Also begann Kim glücklich zu leben. Schläft so viel er will, isst so viel er kann. Er lebt wie im Schlaraffenland. Aber einmal hat er einen Traum. Ich bin Chipoggi und all dies gehört mir. Verschwinde hier! Und Kim erinnerte sich daran, dass all dieser Reichtum um ihn herum nicht ihm gehört. Dass er alles davon weggeben müsste. Sein Name ist Chipoggi. So adoptierte Kim den kleinen Jungen namens Chipoggi. Und dann wurde sein Vermögen groß genug für alle. Für Kim selbst, seinen Sohn Chipoggi. Und für alle Kinder seiner Kinder und alle Enkel seiner Enkel. So lebt Kim, wenn er noch nicht gestorben ist, immer noch glücklich.
Mmh.